Auf der rechten Seite an. Wir sind hier in Mörsdorf im Hunsrück und werden heute Nacht auf dem Wohnmobilparkplatz in Mörsdorf übernachten, damit wir morgen früh um 8 Uhr bereits an der Hängeseilbrücke Geierlei sein zu können. Der Parkplatz ist für PKWs und Wohnmobile ausgewiesen, aber ein echter Wohnmobilstellplatz ist das nicht. Es gibt keine Fähr- und Entsorgung und auch keinen Strom. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig, nur abends zwischen 21 Uhr und 7 Uhr morgens kostenfrei. Wenn die Besuchermassen abends und nachts wieder weg sind, dann ist das hier super ruhig. Und ihr seht gleich auch, Mörsdorf ist wirklich wunderbar. Die Umgebung lohnt zum Wandern und Spazierengehen ein. Die Hängeseilbrücke ist nur zu Fuß zu erreichen und etwa 2,4 Kilometer vom Parkplatz entfernt. Und unterwegs zeigen einige Schaubilder Informationen über die Windkraftanlagen, die das ganze Projekt hier finanzieren. Und die Gemeinde Mörsdorf hat das wirklich toll umgesetzt. Seid ihr schwindelfrei? Dann kommt doch einfach mit. Wir gehen ein bisschen spazieren auf der Hängeseilbrücke.
Umgebung von Mörsdorf und die Umgebung rund um die Hängebrücke laden aber auch zu wirklich schönen Wanderungen ein. Hier gibt es tolle Landschaft und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mehr als die Hängebrücke anzuschauen. Für einen längeren Aufenthalt fehlt jetzt nur noch ein schöner Wohnmobilstellplatz, wo man auch mal die Stühle rausstellen kann und vielleicht mehr als einen Tag verbleiben kann. Ansonsten ist das wirklich ein tolles Reiseziel.